Klein ist unsere Ausstellung ja nicht und das war Lichtenberg im eigentlichen Sinne auch nicht. Physiker, als den wollen wir ihn auch nicht nur begreifen, wir wollen ihn als vielschichtige Persönlichkeit begreifen, als eine mögliche Lebensform der Aufklärung. Wir profitieren von Unterstützung sehr vieler Kooperationspartner und Unterstützer. Mit Kooperationspartnern wie unseren ist es eine Freude, diese Ausstellung vorzubereiten. Von A wie Akademie der Wissenschaften, über L wie Lichtenberg Gesellschaft, über P wie erstes physikalisches Kabinett, bis Z wie zentrale Kustodie haben viele mit angepackt und uns gut unterstützt. Vom physikalischen Kabinett sind beispielsweise die historischen Geräte aus Lichtenbergs Sammlung, das heißt die Originalgeräte, die wir hier zusammen mit den Originalen aus unserer schriftlichen Überlieferung aus seinem Nachlass zeigen können. Die Bestände der SUB Göttingen bergen wahre Schätze. Wir konzentrieren uns auf Lichtenberg und seine Briefe, seine Sudelbücher, seine Notizzettel und Mitschriften. Bei den Büchern geht es vor allem darum, die Bindung zu schützen und darauf zu achten, dass das von der Öffnung, vom Öffnungsverhalten her gut und sicher liegt, weil es ja einen langen Zeitraum offen in der Ausstellung liegt und dann nicht, wie man das vielleicht zu Hause vom Buch kennt, dass man auf den Bauch legt sozusagen, am Ende der Rücken entsprechend beschädigt ist. Bei unseren eigenen Büchern ist es natürlich wichtig, dass sie keinen Schaden nehmen. Genauso wichtig ist das natürlich auch für die Bücher, die wir aus anderen Bibliotheken leihen, um sie hier in der Ausstellung zeigen zu dürfen. Dann ist es sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass die nicht durch Licht oder durch unsachgemäße Handhabung Schaden nehmen können. Die akademische Welt, die sich in der Paulinerkirche, in den Bücherregalen, in dem gelehrt wirkenden jetzigen Bibliothekssaal anmutet. Auf der anderen Seite die Häuserform, die das Gartenhaus von Lichtenberg so ein bisschen in Erinnerung rufen sollen. Mehrere hat er davon gehabt.